Hey Leute, Coach Matze hier. Heute zeigen wir euch eine schlüpfrige Technik, gesehen bei einem Bundesliga-Kampf 2020. Wenn ihr sehen wollt, was wir da haben für euch, bleibt dran, schaut das Video weiter. Wir zeigen heute eine Technik, die wir gesehen haben letztes Jahr beim Bundesliga-Kampf Wacker Burghausen gegen Johannes Nürnberg. Und zwar im Kampf 86 Greco Roland Schwarz gegen Adrian Günne. Eine Kontertechnik aus einem Versuch einer Kopfklammerfassung und einem daraus resultierenden Schlüpfer mit 2-Punkte-Wertung. Viel Spaß damit! Situation ist Kopfklammerfassung vom Gegner. Hat mein linker Fuß vorne, rechter Fuß ist hinten, wenn mein rechter Arm mitgefasst ist. Schritt 1, meinen rechten Ellbogen nach hinten zu meinem Körper bringen und mit meiner linken Hand den Ellbogen nach hinten ziehen, mir hier Platz machen. Schritt 2, ich gehe mit meinem rechten Fuß ungefähr auf die Höhe von meinem linken und gehe dabei auf beide Knie, gehe hier an den Mann ganz ran, nehme meine rechte Hand um die Hüfte und versuche hier zusammenzuschließen. Schritt 3, aufstehen und diagonal nach hinten laufen zur Wertung. So, jetzt zeige ich euch die Technik im Ganzen. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like auf Instagram, Facebook oder YouTube da oder schaut am besten auf prowrestlingtv.de. Bis bald!